Es ist wohl der teuerste Autofriedhof der Welt. 8 Oldtimer der Marke Corvette stürzten vergangene Woche in ein 9 Meter tiefes Erdloch. Darunter ein unersetzliches Modell von 1983, von dem nur 43 Exemplare gebaut wurden. Mithilfe von Drohnen machten sich Geologen und Ingenieure der Western Kentucky University an die Ursachenforschung. Grund soll eine unterirdische Höhle sein, nicht ungewöhnlich für diese Gegend. Von den Fahrzeugen sollen mindestens 2 noch zu retten sein, hofft der Museumsbesitzer. Insgesamt beherbergt das Museum 80 Corvette-Oldtimer und das größte Corvette-Archiv der Welt.